Hallo ihr Lieben, ihr lieben Nosy Rosy Abonnenten und Nosy Rosys, Laura, Cassandra, Jen, Amy, Thomas und Mel, ich grüße euch alle, hallo. So, heute mal wieder ganz aufgedreht und zum heutigen Thema, wie war Duni, als sie noch ganz klein war? Wie war sie? Ich glaube, der Titel sagt schon alles und voilà, ich erzähle euch mal. Ja, also bis ich in die Pubertät kam, war ich tatsächlich wie ein Junge gewesen. Ich habe gedacht wie ein Junge, ich habe nur gespielt mit Jungs. Also ich war als Kind wirklich ein richtiger Tomboy gewesen. Falls ihr nicht wisst, was ein Tomboy ist, unten in der Infobox habe ich euch reingeschrieben, was es ist. Also einen Link, womit ihr mal gucken könnt. So, ja, der größte Einfluss für mich, das war auch wirklich so bei mir gewesen, mein großer Bruder. Er ist 7 Jahre älter wie ich und egal, was er gemacht hat und was er hatte, ich fand das immer total toll und wollte das auch. Und ja, er hatte He-Man-Action-Figuren und auch, ich glaube auch von den Turtles, bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, Action-Figuren gehabt. Und ich habe eher damit gespielt als irgendwie mit Puppen und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Auch mit Mädchen, ich hatte wirklich keine freiwilligen Mädchenfreunde, wirklich nur welche, die mir jetzt so aufgedrängt wurden von den Eltern und so. Ihr kennt das bestimmt auch so oder kanntet das von früher. Mutti hatte eine Freundin, ne? Und die Freundin hatte ein Kind in eurem Alter und ihr wart gezwungen, mit der zu spielen, obwohl ihr gar keinen Bock auf die hattet. So, naja, das ist total ätzend. Ja, ja gut, fange ich mal an in der Kindheit. Ich hatte immer lange Haare gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern mir irgendwie immer einen Kurzhaarschnitt verpasst haben oder so. Ich glaube, wollte ich auch nicht unbedingt, aber obwohl meine Haare waren wirklich oft sehr störend gewesen. Ich hatte oft auch, ich hatte schon als Kind schon so voluminöses Haar. Ich hatte oft auch Knoten drinne gehabt und wenn meine Mama mir die Haare gekämmt hat, wo ich das noch nicht selber gemacht habe, das war auch wirklich immer eine totale Qual gewesen und so. Immer hatte ich Schmerzen und ich hing da immer, aua, aua, geweint und so. Meine Mutter, stell dich nicht so an und jetzt wird gekämmt und nein und oh, schrecklich. Ganz schlimm. So kleidungsmäßig war ich auch lieber, also habe ich auch lieber Jungsklamotten getragen, zum Beispiel Jogginghosen, Turnschuhe und große Pullis und so halt. Wirklich so, was mein großer Bruder oder mein Vater getragen haben, fand ich immer viel, viel besser, als wenn meine Mutter mir irgendwie Leggings gegeben hat oder so ein Kleidchen. Und auch in meiner Einschulung, da musste ich auch diese Lackschuhchen tragen und oh, ganz schrecklich. Also ich selber konnte damit halt überhaupt nichts anfangen. So, ich fand es immer ätzend und zum Kotzen nur mit einem Kleid. Wenn mal ein besonderer Anlass war und ich war gezwungen, ein Kleid zu tragen, dann habe ich das auch wirklich nur unter Protest getan und ja, ich fand Kleider wirklich auf gut Deutsch gesagt beschissen, weil man konnte sich nicht drin frei bewegen. Wenn ich mich zum Beispiel mal, weiß ich noch ganz genau, immer wenn ich mich auf die fucking Rutsche gesetzt habe, um zu rutschen, da meine Mutter immer, pass auf, dass das nicht hochrutscht und guck so, ne? Und ich denke so, hey, ich will rutschen. Ja, aber dann sieht man deine Unterwäsche schon. Oh. Ich tanze total schrecklich. Deswegen, Hosen waren für mich immer viel komfortabler und viel schicker, habe ich mich wohl drin gefühlt und ja, das war halt ich so. Ja, und auch schon vom Kindergarten auf an, ich habe nur mit Jungs gespielt. Ich fand Mädchen total langweilig, die haben sich für Pferde interessiert und für Barbie und für Polly Pocket und so Mädchensachen. Ich fand das total öde. Ich stand total auf die Ghostbusters, Turtles, Lego und ja, halt solche typisch Jungs-Sachen, die halt so Anfang der 90er halt so Mode waren. Und Batman auch, ja, fand ich total toll. Aber halt mit den ganzen anderen Sachen, so was für Mädchen war, konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. So, nee. Das war überhaupt nicht meins gewesen, nee. Ich habe auch als Kind mit Spielzeugautos gespielt, wobei ich jetzt auch sagen muss, also ich habe jetzt persönlich nicht so wirklich Interesse an Autos oder kenne mich mit Autos gut aus, überhaupt nicht. Aber halt als Kind hatte ich halt doch schon mit Autos auch gespielt, weil
die anderen Jungs haben das auch gemacht und ich wollte dem halt nichts nachstehen und habe natürlich auch mit Autos gespielt. Und im Gegensatz zu der lieben Cassandra habe ich meinen Rennwagen zu Weihnachten bekommen. Tut mir leid. Das war ein Mercedes gewesen. Oh. Und bis ich so richtig in die Pubertät kam, bevor ich halt meine weiblichen Merkmale hatte, bevor ich also Brüste bekam, hielten mich auch wirklich auch Eltern oder manchmal auch wirklich Kinder, andere Kinder, Gleichaltrige, so bis zu meinem 13. Lebensjahr, dachten wirklich, ich sei ein Junge mit langen Haaren, weil ich wirklich nur mit Jungs unterwegs war und mich wie ein Junge benommen habe und auch angezogen. Und ich hatte mich auch andere Mädchen in meinem Alter fingen auch an, sich zu schminken und über Jungs zu reden, sich zu interessieren. So, ach, und ach, der ist ja total süß und bla bla. War ich gar nicht gewesen. Ich hatte nur Interesse halt für Jungs in dem Sinne, dass ich halt was mit ihm unternehme und mit dem Spaß habe. Und ich fand die Mädchen total langweilig. Also, ich konnte mit denen überhaupt nichts anfangen. Das waren einfach nur so besonders ab der 7. Klasse. Waren das nur noch so Zicken und und Bock Bock und so. Ich weiß noch, zu der Zeit, dann kam auch diese Schlaghosen von Orsay, ne? Also ich muss ja zugeben, ich war ja auch schon als Kind nicht wirklich schlank gewesen. Und dementsprechend habe ich den Laden auch nichts zu suchen gehabt. Und ich wollte auch das nicht anziehen, ne? Ich hatte Jeanshosen getragen und die habe ich immer ein bisschen tiefer getragen. Und auch so Stoffhosen, solche Khaki-Hosen und so, habe ich auch getragen, habe die auch immer so ein bisschen tiefer getragen. Bisschen mackerhaft einfach auch. Aber halt die Mädchen so, willst du dich nicht mal eine richtige Schlaghose kaufen? Und siehst du aus wie ein Junge und bla. Aber das war mir irgendwie dann auch egal gewesen, das war mir auch scheißegal. Ich habe mein Ding durchgezogen, ich habe gemacht, wie ich wollte. Auch ich muss zugeben, auch wenn ich es manchmal ein bisschen unangenehm fand, wenn manche Eltern dachten, ich sei ein Junge mit langen Haaren. Aber mir war das halt egal gewesen. So, und das erste Mal so verknallt in einem Mädchen, da war ich in der, das muss so 5., 6. Klasse gewesen sein. Da fand ich ein Mädchen besonders toll. Und irgendwie, ja, hat sie es halt so zu spüren bekommen, dass ich halt besonders gerne geärgert habe, wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht überhaupt wusste, was das jetzt war. Klar, jetzt im Nachhinein weiß ich auch so, boah, war es ja voll verknallt in die gewesen, ne? Aber zu der Zeit wusste ich das nicht, aber das war auch so das erste Mädchen, mit dem ich unbedingt befreundet sein wollte. Ich wollte immer unbedingt in ihrer Nähe sein und mit ihr was machen und mit ihr reden, einfach nur so bei ihr sein und meine Aufmerksamkeit von ihr habe ich dann auch so bekommen, indem ich sie einfach nur die ganze Zeit geärgert habe. Also war schon ganz lustig. Also ich war wirklich in meiner Kindheit wie ein Junge. Also wirklich. Dieses Tomboy-mäßige habe ich immer noch in mir, aber halt so, ja, als Kind besonders. Aber auch meine Mutter war immer der Ansicht so, ja, pass auf, dass dir kein Piep wächst, und so hat sie halt auch gesagt und war auch total lustig gewesen. Also ich habe auch nochmal heute meine Mama gefragt, ich so, Mama, wie war ich als Kind gewesen? Ja, wie ein Junge. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, also es gab so das Gefühl, es wirkt wie ein Klischee, aber anscheinend sind die Mädels, die als erwachsene Frauen lesbisch sind, als Kinder meistens doch wie Jungs gewesen, also das ist echt interessant. So in der Teenagerzeit fing es dann doch schon eher an, dass ich doch so ein bisschen weiblicher wurde. Ich habe angefangen, doch mich zu schminken und mich mehr oder weniger wie ein Mädchen zu benehmen, aber ganz geklappt hat es doch nie, weil ich bin auch so mit Hip-Hop, Rap-Musik auch groß geworden, habe auch selber gerappt. Mache ich jetzt immer noch ein ganz kleines bisschen, aber doch eher so privat und für mich und so. Und ich möchte euch gerne mal zwei Accessoires zeigen, die ich auf jeden Fall getragen habe in meiner Zeit. Zum Beispiel habe ich ständig
Schweißbänder am Handgelenk getragen. In allen möglichen verschiedenen Farben. Und jetzt kommt der Burner. Ich hatte sie in allen möglichen Farben. Na gut, Farben nicht, aber in Längen und Ausführungen. Rapperketten. Die habe ich tatsächlich getragen. Solche fetten Ketten bin ich mit durch die Gegend gerannt. Ich hatte überwiegend auch Baseball-Trikots an. Ich habe auch zum Teil auch mal eine Cappy getragen und so. Also, es, wie man so sieht, es hat sich eigentlich so auch in der Pubertät nicht allzu viel geändert, aber nur gut, war schon lustige Sache und auch ziemlich übertrieben. So wollte ich euch gerne mal zeigen, so was ich so in der Pubertät und Jugendzeit so getragen habe. Also da hatte ich keine bunten Glitzer-Armbändchen. Na gut, habe ich jetzt auch immer noch nicht. Aber halt so solche fetten Ketten habe ich auch noch eine. Na gut, die ist kaputt. Aber halt, ich sah, es war halt doch immer so ein bisschen protziger auch gewesen. Nun gut, liegt auch daran, dass ich halt diese Richtung von Musik gehört habe und dass man halt auch so ein bisschen auch danach aussehen möchte, aber halt doch überwiegend sah es halt doch nicht so gut bei mir aus. Ja. Bad Taste, ich geb's zu. Ja, so. Ja, was ist übrig geblieben von dem Junghaften? Also ich muss zugeben, so ein bisschen so Boschikos verhalte ich mich ja immer noch, muss ich ja zugeben. Ich glaube, sowas geht doch einfach nicht so von einem Tag auf den anderen weg. So, was macht mich noch so maskulin? Ja, zum Beispiel, wenn ich hier mal gucke, ich trage zum Beispiel Axe-Deo, so. So, wer wissen will, wie ich unter den Arm rieche, hier, Axe Dark Temptation. Also ich hoffe, die Macher von Axe sehen das jetzt und, ne, Axe kann ich nur empfehlen, ne, so, und, wer wissen will, wie ich sonst am Körper rieche, das ist mein Parfüm. Also ich trage auch Damenparfüms, wenn die sehr gut riechen, dann trage ich auch die, aber mein Duft jetzt seit über ein Jahr, den ich doch regelmäßig trage, ist von Otto Kern, Signature. So, wenn man wissen will, wie ich rieche, da kann er mal bei Rossmann gucken und so rieche ich. Gut, ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie ein Tutorial, aber es ist mir jetzt egal. So, das war auch das Ende jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht was draus. Genießt es. Macht was mit euren Lieben. Macht was Unanständiges. Ja, und wenn ihr Lust habt, guckt bei uns im Forum rein oder auf Twitter. Jen hat es total toll gemacht. Also nochmal ein dickes Danke und ein Nupp an dich, Jen, auf jeden Fall. Also ganz toll gemacht. Und guckt nach, wir freuen uns. Kritik, Lob, alles, Videoantworten. Ne? Haut in die Tasten, haut rein, erzählt uns. Und bis dann, haut rein, die Duni. Muah!